gerade sagen, wenn man dann so auch noch hier so rumschimmelt. Schimmelt? Bianca wieder mit ihren Sprachfehlern. Was sagen wir so? Ja, ich weiß. Schimmelt. Ja, Schimmel kenne ich auch. So ist halt so wie chillen. Nun gut, bist du soweit dann, ja? Wir werden sehen. Ein letztes Mal. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Filmier-Kanal. Leute, heute gibt es zum letzten Mal das etwas andere Video. Das ist damit gemeint. Nichts anderes. Mhm. Ja, ihr habt ja jetzt gemerkt, Kathi hatte Sonntag ihr letztes Video. Also für eine gewisse Zeit natürlich. Und ihr habt schon gemerkt, Danja ist da. Ne? Für Bianca hatten wir schon ein Vorstellungsvideo. Und wir dachten uns, natürlich müssen wir dieses ganze große Thema mit den Veränderungen bei uns auf unserem Kanal irgendwie auch mal abschließen. Mhm. Deswegen wollen wir heute natürlich Danja die Chance geben, sich vorzustellen. Hallo! Na, und ihre Geschichte zu erzählen. Danja, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja. Ach, dankeschön. Das war's, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nein, erzähl mal so ein bisschen. Wer bist du? Was machst du? Genau. Ich bin Danja. Nachname muss ich sein. Bist du Danja? Ja. Ich dachte, du bist Merle. Wer wohl? Sowieso immer ein bisschen verwirrend, ne? Ja, naja, gut. Alles gut. Genau, und ich habe quasi zuerst Kahn kennengelernt über meinen Gaming-Podcast. Und dann fand ich das eigentlich schon immer sehr spannend, was ihr hier so gemacht habt. Und dann habe ich Kahn geschrieben, hey, ich hätte auch Lust dazu. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich jetzt hier bin. Ja. Ich interessiere mich in meiner Freizeit vorrangig für... Meine Hobbys sind... Wie war das bei den Streamer Apps und Games Video? Meine Hobbys sind Schwimmen, Fahrradfahren, Basteln, sowas in der Art. Genau. Basteln? Nein. Nein, aber nein, man sagt das ja so. Man sagt das ja immer so. Im Lebenslauf immer... Yeah. Ja, genau. Meine Hobbys sind... Nein, es ist so... Gaming. Ja, genau. Also wir haben es ja bei Streamer Apps und Games schon so ein bisschen in deinem Video erklärt. Ne? Wir haben uns halt dann so ein bisschen über Instagram unterhalten und so, weil ich den Podcast halt ein bisschen auch mitgehört habe. Ja, und dann ist das, ne, dann kam ja bei uns auch die ganze Veränderung, ne? Gleichzeitig hatten wir ja auch mit Bianca damals schon wieder Kontakt, ne? Und dann haben wir gesagt, hey, ne, da habe ich halt vorgeschlagen, ne? Das passt doch ganz gut wegen Gaming und so, ne? Und dann haben wir ein bisschen darüber gequatscht, ne? Ja, sag ich sehr gerne. Du schimpfst immer über mich, ne? Ich schimpfe gar nicht über dich. Ja, aber ganz oft sagst du dann, und du sagst auch was? Ganz Zeit, ne? Ne? Ist mir in den Kommentaren noch nicht so aufgefallen, Bianca. Ja. Pass auf, ich habe jetzt getriggert. Ist okay. Ne? Wie dem auch sei, das haben wir ja schon in dem einen Video so ein bisschen geklärt. Und ja, dann haben wir das so ein bisschen in die Gruppe hier vorangetragen. Und dann war eigentlich auch relativ schnell integriert. Wie es Bianca auch damals eigentlich war. Ja. Ne? Vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen. Paar Tage. Mir kommt das so wie ein paar Tage vor, aber es sind schon wieder ein paar Wochen vergangen. Ja, die Zeit vergeht total schnell, das stimmt. Das ist wirklich so. Also ich bin jetzt, wie lange bin ich jetzt hier? Ein Monat knapp ungefähr. Drei Wochen, dreieinhalb Wochen? Ja, dreieinhalb Wochen. Ich kannte ja dann ja vorher auch gar nicht, wie ich euch jetzt kannte. Aber ich bin sehr froh, dass du da bist. Und es ist alles toll, so wie es ist. Ja, es ist so cool, oh mein Gott! Nein, und damit wollten wir jetzt auch wirklich nochmal sagen, ne? Danja ist natürlich ein weiteres festes Mitglied hier bei Spiel mit mir und Spiel mit mir Apps und Games, so wie es bei Bianca bei Spiel mit mir und Do It Yourself ist. Ne? Hier wird keiner ersetzt, keine Sorge, das haben wir schon öfters geklärt. Das ist ein Zusatz, wir erweitern unser Team, ne? Und das ist damit jetzt tatsächlich auch endlich mal abgeschlossen. Ja. Deswegen ein letztes Mal. That's it, das war's. Es gibt keine großen, hoffentlich keine großen Veränderungen mehr hier bei uns. Ne? Ich kann ja nicht mehr schwanger werden, also das Thema hatten wir öfters schon in den Kommentaren. Und wir werden es auch nicht. Vielleicht sollte ich doch mit dem Kissen so die ganze Zeit hier vor mir irgendwie damit, komm, alle nehmen jetzt die Kissen mal vor. Nein, natürlich nicht. Damit wollten wir dem jetzt auch in Anführungszeichen ein Ende setzen und das haben wir schon öfters gesagt, wir wollen unserer Community natürlich auch immer möglichst viele Infos geben, weil wir sonst, ja, was so privat und so, ne, Privatsphäre, lassen wir ja eigentlich immer relativ wenig zu. Ne, das wollen wir auch weiterhin, ne, aber das, was auf dem Kanal hier abgeht, das solltet ihr natürlich wissen. Richtig. Ihr konsumiert das ja, ihr schaut euch das ja an. Genau. Deshalb sollt ihr auch wissen, wer für euch die Videos macht. Ja. Und wir haben dann ja halt genau wie Bianca vorm Arbeitsamt gefunden, ne, und dachten uns, komm. Videos, das kriegt jeder hin. Ich habe gerade die Senfstückchen gezählt und dann kamst du an und die Waschstückchen? Die Waschstückchen? Die Senfstückchen. Ich habe eher Sen verstanden. Nein, also, ne, hier ich so. Habe die 1 Euro Senfstückchen gezählt und dann kam Kahn und war so hier, immer tiefer, und immer tiefer. Gesagt, komm, ich gebe dir 1 Euro. Ja. Was ist denn das hier? Ja, das ist Spiel mit mir.
nichts anderes. Leute, wir werden weiterhin sehr, sehr viel Spaß hier haben. Ihr habt ja schon gesehen, es geht in der Freunde-WG weiter. Unsere Artenvideos gehen weiter. Unsere Challenges gehen weiter. Alles geht weiter. Ne? Und noch viel mehr kommt dazu. Ja. Noch viel mehr. Wir haben da einige. Ich sag jetzt nicht diesen typischen YouTube-Spruch im Sinne von, da ist noch einiges geplant. Wir denken von Woche zu Woche. So, ihr könnt gespannt sein. Ja, weiter kann Tan nämlich auch gar nicht denken. Ja. Stimmt. Aber ich mach das seit 4 Jahren Woche für Woche. Eben. Ihr habt ja vielleicht auch schon gemerkt, dass bei Familie Vogel sich was geändert hat. Richtig, genau, das Thema hatten wir noch gar nicht. Das können wir vielleicht auch noch mal kurz anreißen hier. Ja. Ja, Bianca, erzähl ja, euch. Ihr habt ja schon gemerkt, die Stimmen haben sich verändert. Ihr wollt ja weiterhin Folgen sehen von der Familie Vogel. Und da Kati und Nina nicht mehr momentan da sind, haben wir das jetzt übernommen. Und ja, wie es dann natürlich nächstes Jahr weitergeht, Also klar, wenn Nina und Kati wieder zurückkommen, richtig, dann werden wir auch gucken, wie wir die Stimmen wieder bei Familie Vogel nutzen werden. Ne, aber es wäre für uns sehr schade, wir haben darüber auch diskutiert, es wäre sehr schade gewesen und auch gerne eure Meinung dazu, Leute. Es wäre sehr schade gewesen, wenn wir jetzt eine neue Familie hätten, ne, und Familie Vogel raus wäre oder nur noch Papa und Julian als die ursprünglichen Familie Vogel-Mitglieder dabei sind und dann irgendwelche anderen Charaktere in die Luxusvilla kommen, dachten wir uns, das können wir nicht machen. Also wir wollten es nicht. Ja. Und dazu kommt ja mal, dass Bianca und Danja auch sehr schöne Stimmen haben. Ne? Ich glaube, das bekommen sie auch sehr, sehr gut hin. Es ist natürlich wie immer, man kennt es, ihr selber kennt es ja, wenn man zum Beispiel eine Serie guckt und dann kommt eine neue deutsche Synchronstimme. Ja. Denkt man so, passt das nicht? Man ist erstmal enttäuscht. Mhm. Alles gut, das verstehen wir zu 100%. Nichtsdestotrotz weiß ich euch, wir glauben an euch, dass ihr uns die Chance gibt, auch zu zeigen, dass die neuen Stimmen genauso gut funktionieren. Ja, man gewöhnt sich daran und ich denke, ihr gewöhnt euch auch daran und und es gab ja auch die große Änderung, dass Emma nicht mehr klein ist. Ne? Mhm. Auch von vielen gewünscht. Und ich glaube, das war auch der richtige Zeitpunkt, jetzt zu sagen, ne, Emma wird jetzt auch mal erwachsen. Ne? Erwachsen im Sinne von, ne, ihre Figur. Richtig. Ne? Und vielleicht kommt ja nächstes Jahr dann ein neues kleines Baby. Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht wird ja auch Familie Vogel irgendwann mal größer. Wer weiß, Leute. All das wird uns in der Zukunft noch begleiten mit Bianca, Danja und mir. Mal gucken, was da so alles passieren wird. Wir sind wirklich sehr gespannt. Wir freuen uns auf eine coole Zeit mit euch zusammen. Da wird echt einiges kommen, glaube ich. Ja, ja, mit Sicherheit. Es wird crazy. Crazy. Oh, Bianca, warum tust du das? Ich mach doch gar nichts. Nein, guck mal, ich mach gar nichts. Ne? Sie sagt das jetzt. So, sie hat darauf reagiert. Ja, ich weil ich gedacht habe, du lachst jetzt entweder schon wieder innerlich oder äußerlich. Nein, tut mir leid. Also, guck mal, das Ding ist so bei crazy und prank und sowas. Ne? Das etabliere ich einmal, dann lache ich darüber und irgendwann ist das auch gut. Ich denke jetzt auch, dass es gut ist, weil ich bin, wie ich bin und ich mag mich, wie ich bin und jeder ist, wie er ist. Und guck mal, jetzt wird das hier voll auf einmal so einer voll ernst. So. Ich finde das nicht in Ordnung. Nein, ich bin so, wie ich bin. Mein Leben ist schön und ihr müsst mich so akzeptieren, wie ich bin. So. Das war der Spruch zum Sonntag. Nein, ich glaube, das Video kommt am Samstag. Dann ist das Samstag. Und ich weiß, dass ihr meinen Dialekt gut leiden könnt. Und von daher ist alles gut. Weil was die beiden sagen, ist mir völlig egal. Nein, wir mögen dich. Ich habe das schon in einem Video gesagt. Ich sage es heute wieder. Vielfalt ist immer was Gutes. Immer. Immer. Ob man darüber lachen kann oder so, das ist ein anderes Thema. Aber es ist immer positiv, wenn man... Da muss ich dir mal recht geben. Mal, ne? Würde ich auch sagen. Leute, damit beenden wir, glaube ich, das heutige Video und wirklich das letzte große Video hier bei uns auf dem Kanal. Also eher ein persönlicheres Video. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr kennt jetzt Danja ein kleines bisschen mehr, aber wir werden dich auch kennenlernen in den Videos. Genau. So wie wir es auch bei Bianca machen werden weiterhin. Ich meine, Bianca ist ja auch nicht viel länger da momentan. Ich glaube, einen Monat länger. Ja, einen Monat länger. Ja. Ja. Also so viel Unterschied ist da ja nicht. Wir hoffen, ihr freut euch genauso wie wir. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.